Herr Jesus Christ, dich zu uns wend, dein heiliger Geist du zu uns send. Mit Hilf und Gnade er uns regier und uns den Weg zur Wahrheit führ. Mit diesem Zitat aus der soeben gehörten Choraltoccata von Siegfried Karg-Elert heiße ich Sie recht herzlich zum digitalen Pfingstkonzert willkommen. Musik des 20. Jahrhunderts steht überwiegend auf dem heutigen Programm. Mit Ausnahme des letzten Stückes basieren alle Werke auf Kirchenlieder, die uns die Schola von St. Lukas vor dem jeweiligen Stück vorstellen wird. Für einen besseren Hörgenuss empfehlen wir Ihnen, das Konzert über Kopfhörer oder über die Lautsprecher Ihrer Stereoanlage zu verfolgen. In den sogenannten Leipziger Chorälen von Johann Sebastian Bach finden sich aufeinanderfolgend drei Bearbeitungen des Liedes »Allein Gott in der Höhe sei er«, ein Lied, das in fast jedem lutherischen Gottesdienst seinen Platz hat. Jede dieser Bearbeitungen steht für eine Person der Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das gleich zu hörende Trio über den Choral ist die letzte dieser drei Bearbeitungen und steht folglich für den Heiligen Geist. Martin Luther stellte den Heiligen Geist in seinen Pfingstpredigten als Quelle der Freude dar, der den Menschen verspricht, dass sie einmal an der Leichtigkeit der Engel teilhaben werden. Diese Leichtigkeit und Fröhlichkeit durchzieht die gesamte Musik Bachs, in der er spielerisch mit den Elementen der Melodie umgeht. O heiliger Geist, du höchstes Gut, du aller Heils das Höchste, vor Teufelsgewalt fortanbemüht, die Jesus Christ erlöset, durch große Matter und Bitten tobt, abwendt all unserem Jammer.
Viele Symbole und Metaphern wie etwa Wind, fließendes Wasser, Feuer oder eine Taube stehen sinnbildlich für den Heiligen Geist. Der französisch-libanesische Komponist Naji Hakim schrieb für den Anton Heiler Kompositionsbewerb in Tennessee 1986 sein Triptych The Embrace of Fire, die Umarmung des Feuers, und gewann damit den ersten Preis. Das Stück ist recht modern, ein bisschen schräg und hochspannend. Zwei gregorianische Choralthemen, die für den zweiten Sonntag nach Pfingsten bestimmt sind, standen Pate für die Ecksätze, während die Kraft des Feuers im Mittelsatz entfesselt wird. Einem fetzigen und rhythmischen Stück, in dem das Züngeln der Flammen förmlich zu hören ist. Venite ad me, omnes fila.
Thank you.
Veni Creator Spiritus, zu Deutsch Komm, Heiliger Geist, ist einer der ältesten gregorianischen Gesänge der Westkirche. Eine Darstellung zeigte den Namensgeber Papst Gregor I. beim Niederschreiben von Noten. Auf seiner Schulter sitzt eine Taube, die ihm die Melodie ins Ohr diktiert. Wir erinnern uns an die Taube als Symbol für den Heiligen Geist. Die Botschaft des Malers ist klar. Der Heilige Geist klingt im Lied der Kirche. Maurice Durufle, ein Schüler von Louis Vierne, schrieb 1930 ein Triptychon über diesen Choral und dessen abschließende Variationen wir nun im Wechsel mit der Schola hören werden. Komm, Heiliger Geist der Liebenschaft, erfülle uns mit deiner Kraft. Dein Schöpferwort rief uns zum Sein, nun haucht uns Gottes Odem ein. Ich sendet Gottes Allmacht aus, im Feuer und in Sturmes Braus. Du öffnest uns den stummen Mund und machst der Welt die Wahrheit kund. Entflamme Sinne und Gemüt, dass Liebe unser Herz durchglüht und unser schwaches Fleisch und Blut in deiner Kraft das Gute tut. Thank you.
den Vater auf dem ewigen Thron und seinen auferstandenen Sohn, dich, du, dem Gottes Heiliger Geist, auf ewig Erd und Himmel preist. Zum Abschluss blicken wir noch auf die beiden Feiertage, die das Pfingstfest umrahmen. 10 Tage nach Pfingsten feiern die Katholiken und Anglikaner das Fest Fronleichnam, dem Gedenktag der Gegenwart Jesu in der Eucharistie. Der Hymnus Pange Lingua, preise Zunge das Geheimnis, des Kirchenlehrers Thomas von Aquin wird traditionell an diesem Festtag gesungen. Edward C. Barstow, Organist an der Kathedrale zu York im Norden Englands, schrieb 1911 ein Toccata-Prelude über diesen Hymnus. Darin bringt er den Jubel ebenso zum Klingen wie die geheimnisvolle Komponente des Textes. 10 Tage vor Pfingsten feiern wir Christi Himmelfahrt, die Rückkehr Jesu Christi als Sohn Gottes zu seinem Vater im Himmel. Diese Szene ist hier übrigens in St. Lukas in der großen Glasrosette über der Orgel eingefangen. L'Ascension, die Himmelfahrt, ist der erste Orgelzyklus Olivier Messiaens. Im 3. Satz, einem ekstatischen Orgelstück, setzt er den Freudenausbruch einer Seele in ein musikalisches Bild. Messiaen selbst sagt zu diesem Stück: Die Auferstehung und die Himmelfahrt sind der Auftakt unseres Eingangs in den Himmel. Diese Wahrheit erfüllt uns mit Freude, einer Freude, die sich in einem neuen Halleluja ausdrückt und die strahlende Vielfalt des Orgelfortissimos zusammenfasst. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie behütet. Pange lingua gloriosi, corporis mysterium, sanguinis redentiosi, clem in mundi pretium, flux
Christus generis.